Ey. BioWare. Dragon Age Origins. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Kamen die grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten, und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Nun ist es vielleicht schon zu spät, denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Seit Generationen herrscht die Familie der Kuslins über die Ländereien von High Ever und wird von ihren Untertanen geschätzt und geachtet. Als die Armee von Orlais das Land unterwarf, dienten dein Vater und dein Großvater den kampfbereiten Königen ihrer Heimat. Heute zieht dein älterer Bruder unter dem Banner des Hauses Kuslenz mit dem König in die Schlacht. Aber nicht gegen Orlais, sondern gegen die dunkle Brut, die sich im Süden erhebt. Dann werden eure Truppen also in Kürze eintreffen. Ich erwarte die Vorhut noch heute Nacht. Morgen können wir aufbrechen. Bitte entschuldigt die Verzögerung, Herr. Sie ist allein meine Schuld. Nein, nein. Das Erscheinen der dunklen Brut im Süden hat uns alle überrascht, nicht wahr? Ich wurde vom König selbst erst vor einigen Tagen zu den Waffen gerufen. Ich schicke meinen Ältesten mit meinen Männern voraus. Wir beide brechen morgen auf, wie in alten Zeiten. Ja. Allerdings war unser Haar damals noch nicht grau und wir kämpften gegen Orlesianer, nicht gegen Monster. Immerhin stinken sie ähnlich. Tut mir leid, ich hab dich gar nicht gesehen. Hau, ihr erinnert euch an meinen Sohn? Er ist zu einem stattlichen Jüngling herangewachsen. Freut mich, dich wiederzusehen, Junge.
Gleichfalls. Meine Tochter Delilah hat nach dir gefragt. Vielleicht sollte ich sie beim nächsten Mal mitbringen. Wozu? Ha, wozu, sagt er. Was für eine spitze Zunge. Seht ihr, womit ich mich herumplage, Hau? Mein Sohn lässt sich dieser Tage nichts mehr befehlen. Möge der Erbauer ihn segnen. Sein Temperament kommt seinen Fähigkeiten gleich. Meinen Glückwunsch, Eure Lordschaft. Na, ich habe dich jedenfalls nicht ohne Grund rufen lassen. Solange dein Bruder und ich weg sind, bist du für das Schloss verantwortlich. Ich werde mein Bestes geben, Vater. Genau das wollte ich hören. Es werden nur einige Wachen zurückbleiben und du musst den Frieden in der Region wahren. Du kennst das Sprichwort. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Außerdem möchte ich dir jemanden vorstellen. Bitte, schick Duncan herein. Es ist mir eine Ehre, in eurer Halle Gast zu sein, Taryn Cousland. Ihr habt nie erwähnt, dass ein grauer Wächter hier sein würde, Eure Lordschaft. Duncan traf erst kürzlich ein. Unangekündigt. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Vergebt mir. Ich war nur überrascht. Wir haben in der Tat nur selten so hohen Besuch. Mein Sohn, Bruder Aldous, hat dir von den grauen Wächtern erzählt, hoffe ich. Sie haben vor langer Zeit gegen die dunkle Brut gekämpft und sie besiegt. Leider nicht endgültig, fürchte ich. Hätten sie uns nicht vor dem Erstarken der dunklen Brut gewarnt, wäre wohl das halbe Land überrannt worden, bevor wir hätten reagieren können. Duncan ist auf der Suche nach Rekruten, bevor er und seine Kameraden uns in den Süden folgen. Ich glaube, er hat ein Auge auf Sir Gilmore geworfen. Offen gesagt, ich denke, euer Sohn wäre ebenfalls ein ausgezeichneter Kandidat. Ehre hin oder her. Wir reden hier von einem meiner Söhne. Warum sollte ich nicht beitreten? Habt ihr die grauen Wächter nicht eben als Helden bezeichnet, alter Freund? Ich habe nicht so viele Kinder, dass ich sie gerne in die Schlacht schicke. Oder beruft ihr euch etwa auf euer Konskriptionsrecht? Keine Sorge. Wir brauchen zwar möglichst viele gute Rekruten, aber ich werde nichts erzwingen. Würdest du in meiner Abwesenheit dafür sorgen, dass Duncans Wünschen entsprochen wird? Natürlich werde ich das. Und jetzt richte Fergus von mir aus, er soll mit den Truppen nach Ostagar vorausreiten. Wo ist Fergus? Oben in seinen Gemächern. Er verbringt gewiss noch einige Augenblicke mit seiner Frau und meinem Enkel. Sei ein guter Junge und tu, was ich dir sage. Wir reden später. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins, wie man es kaum erwartet hätte. Es ist übrigens schon nicht mehr Silvester und die haben immer noch Raketen oder Böller noch in der Hand und schießen hier noch durch die Gegend. Ist wirklich abartig. Egal. Dragon Age Origins, wie man es jetzt nicht vermutet hätte. Man fragt sich jetzt, hey, wieso spielt jetzt der Trottel zwei Rollenspiele gleichzeitig? Ist doch blöd. Spiel doch eins nach dem anderen. Ja, stimmt schon. So ein Trottel, das stimmt schon, aber weswegen ich das mache, ich darf ja noch nicht rausgehen, da, wieso ich das mache, denn der dritte Teil davon wird ja noch dieses Jahr rauskommen und ich will so schnell wie möglich die ersten zwei Teile durchspielen, damit ich den dritten Teil direkt am ersten Tag spielen kann. Weißt du, was ich meine? Ne? Genau. Und ich hoffe, ich kriege diese Folge jetzt, das, was du jetzt hier anguckst, nehme ich heute auf. Gut, bestimmt wirst du das am Morgen sehen. Aber wenn überhaupt, ne? Ich gucke mir mal das Bild an. Ach, das ist der Vater hier. Wie aus unserem Gesicht geschnitten. Oder, nö. Wir sind aus seinem Gesicht geschnitten, so rum. Und hier ist die Mutter. Och, wie lieblich.
Ach du Heilige. Ja, jetzt müssen wir da oben und da oben wird jemand auf uns warten. Wer ist das wohl? Eure Mutter meinte, der Terran hätte euch zu sich gerufen, da wollte ich nicht stören. Warum habt ihr mich gesucht? Ich fürchte, euer Hund hat wieder einmal die Küche in Aufruhr gebracht. Nan droht damit, ihre Koffer zu packen. Ach, sie war meine Kinderfrau, weißt du? Bevor sie in die Küche ging. Nan wird uns nicht verlassen, auf gar keinen Fall. Ihre Mutter sieht das anders. Sie besteht darauf, dass ihr den Hund holt, und zwar schnell. Ihr kennt diese Mabari-Hunde. Sie gehorchen nur ihrem Herrn. Jedem anderen beißen sie den Arm ab. Ach, er würde nie jemanden etwas antun. Das will ich nicht ausprobieren. Ihr könnt euch glücklich schätzen, einen eigenen Mabari zu haben. Danke. Klug genug, um nicht zu sprechen, wie mein Vater immer sagte. Das heißt natürlich, dass er sich schnell langweilt. Nan schwört, dass er sich einen Spaß mit ihr macht. Na, jedenfalls soll ich bei euch bleiben, bis die Angelegenheit geregelt ist. Wollen wir? Also gut, auf in die Küche! Folgt einfach den Schreien. Wenn Nan wütend ist, sorgt sie dafür, dass es jeder erfährt. Okay. Auf in die Küche mit uns. Die wirklich mit ihren Silvester-Raketen, das ist ja wirklich... Huch! Guten Abend, Herr. Guten Abend. Mein... Soldat? Wächter? Psst. Oh Gott. Ja, folgt dem Geschrei. Ist nicht zu überhören. Alles klar. Schafft den verdammten Köter aus der Speisekammer. Aber Herrin, er lässt uns nicht in seine Nähe. Wenn ich nicht in die Speisekammer komme, ziehe ich euch die Haut ab. Nutzloses Elfenpack. Beruhigt euch, gute Frau. Wir sind hier, um zu helfen. Ihr und ihr, euer verdammter Köter ist ständig in meiner Speisekammer. Schlachten sollte ich das Biest. Sind Sie... Nein. Nein, den Witz bringe ich jetzt nicht. Nee. Nicht in der ersten Folge. Nein, das werde ich nicht tun. Och, tut mir leid, Nan. Das wollte ich doch nicht. Ich kann ja nichts dafür, dass der Hund einfach so in eure Speisekammer eindringt. Schafft ihn einfach raus! Als hätte ich mit einem Schloss voller hungriger Soldaten nicht schon genug Sorgen. Und ihr beiden, steht nicht rum wie zwei Armleuchter, verschwindet! Ihr Beinleuchter, ihr... wie man sieht an Sir Gilmore und Nan, ich habe auch NPC, glaube ich. Ja, das war sogar hier drin. Ich habe viele Mods am selben Tag in andere Spiele installiert. Und ja, Gesichtmods, ne? Alle NPCs oder die meisten NPCs, die wichtigen, sind bearbeitet worden. Und wie man hier auch sieht... Sieht schon irgendwie jetzt strange aus, also auf den Bildern sah es viel besser aus. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Rein da. Seht euch das an. Wie ist der Neue reingekommen? Durch die Tür. Ja, du bist ein Feiner, ja. Oh, er muntert ihn nur, warum auch nicht? Kein Wunder, dass er Nan auf Trab hält. Wie es aussieht, will er euch etwas sagen. Wartet, hört ihr das? Das war mein Magen. Gib einen Namen für den Hund und ich weiß schon, welchen Namen ich nehmen werde. Der Hund wird Dot heißen. Dot. Denn immer wenn ich ihn rufe, sage ich Dotcom. So. Schön. Hier ganz besonders an Dragon Age, dass man Pause drücken kann. Ja, damit man taktisch vorgehen kann. Das ist wirklich unglaublich. Das gab es bis jetzt noch nie in einem Spiel, dass man Pause drücken kann. Oh mein Gott. Hier, jetzt ganz vorsichtig hier auf so eine Ratte klicken.
Also wenn ich jetzt hier und dann so und dann hier wieder Leertaste drücke, jetzt aufpassen, aufpassen. Jetzt ganz vorsichtig. Ganz, ja, jetzt und... Unfassbar. Das Ding ist gestorben, bevor er überhaupt ausgeholt hat. Oh Gott. Rein da. Nächster bitte. Heute gibt's Rattensalat. Los, raus hier! Ja! Na, stirb! Es ist ja, wie die hier alle rumliegen, das ist wirklich krass. Natürlich. Wie das aussieht. Das erinnert mich an die schlechten Abenteuergeschichten meines Großvaters. Euer Hund muss sie durch ihre Löcher gejagt haben. Er wollte gar nicht die Speisekammer plündern. Es waren ziemlich große Ratten, möchte ich sagen. Ich habe schon größere gesehen. Sie kommen manchmal aus der Korkari-Wildnis. Aber nachdem ihr jetzt bei eurem Mabari seid, kann ich ja gehen. Ich muss mich auf die Ankunft der Soldaten des Aals heute Nacht vorbereiten. Hier, Elfenwurzel, diese Standard-Alchemisten-Sachen in Rollenspielen, in so Mittelalter-Rollenspielen, Elfenwurzel, Riesen-Groß-Zeh, Mammut, ach komm. Da ist er, dieser freche Köter, putzt sich auch noch, nachdem er meinen Braten gefressen hat. Der Braten war ganz schön gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Lecker Braten, super, gut gemacht, Nan. Seht ihn euch an. Da, er schlüpft wie ein verdammter Dieb in meine Speisekammer. Oh, Herrin, in der Speisekammer sind Ratten. Sie sind riesig. Offenbar hat der Hund sie getötet. Bestimmt hat der Hund die Ratten erst angelockt. Och, Nan. Oh, schau mich nicht so an. Ich bin immun gegen deinen Hundeblick. Also gut, hier, das ist für dich. Und sag nicht, dass Nan dir nie etwas gibt, Mistköter. Krieg ich nix? Danke, Herr. Jetzt können wir weiterarbeiten. Ja, genau, ihr beiden. Was steht hier noch rum? Ich will auch was. Ist voll fies. So.